Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Christina Stecklein und dies sind die Themen für Dienstag, den 6. Februar. Viele Mädchen fühlen sich hilflos, wenn zum Beispiel bei einem Date der Mann plötzlich aufdringlich wird. In Nienburg gibt es jetzt ein Hilfsangebot für Frauen. Gleichstellungsbeauftragte Sarah Peters und Miriam Stegemann von der Frauen- und Mädchenberatungsstelle bei Gewalt haben gemeinsam mit Cappuccino-Inhaber Giorgio Pechlevanoudis den Startschuss für die Kampagne »Luisa ist hier« gegeben. Die DLRG bietet Schwimmkurse auch für Erwachsene an. Und bei einem solchen durfte die Hake jetzt dabei sein. Friedhelm Rennegarbe, Hans-Jürgen Harting und Ranji Welzel treffen sich immer donnerstags im Warmsa-Hallenbad, um dort mit den Rettungsschwimmern an Atemtechnik und Beinschlag zu feilen. Michael Kaiser vom Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen sagt, es gebe für den Landkreis Nienburg sehr wohl Alternativen zur europaweiten Ausschreibung beim öffentlichen Personennahverkehr. Landkreissprecher Kurt Steinbrecher erklärt in der Hake, warum es aus Sicht der Kreisverwaltung allenfalls theoretische Alternativen sind. Das rund 1200 Hektar große IVG-Gelände in Liebenau und Steierberg ist an zwei Sachsen verkauft worden. Jens Jacobi und Alexander Schönburg-Hartenstein sind die neuen Eigentümer der Industriefläche mit großem Waldbestand. Über die Kaufsumme haben sie mit der Industrieverwertungsgesellschaft als bisheriger Eigentümer Stillschweigen vereinbart. Sie wollen wieder an die ursprüngliche Nutzung der Eickhoffer Heide als forstwirtschaftlichen Betrieb unter dem Namen Forstgut Eickhoff anknüpfen. Mehr Fische, mehr Arten. Holzbündel im Wasser sollen es möglich machen. An der Donnerkieskuhle in Mehlbergen startete der Anglerverein Nienburg unter der Anleitung des Biologen Dr. Thomas Kleefort eine große Totholzaktion, um den Uferbereich am vereinseigenen Gewässer aufzuwerten. 30 jeweils 300 Kilo schwere Holzbündel, die aus dünnen und dicken Baumkronenästen bestehen, wurden versenkt. Zum Sport. Sie singen wieder, sie tanzen wieder und sie siegen wieder. Die Handballer der HSG Nienburg haben sich durch zwei Erfolge in Serie der größten Abstiegssorgen in der Handball-Oberliga vorerst entledigt. Trainerrückkehrer Klaas Wittenberg ist es offenbar gelungen, für einen Stimmungsumschwung zu sorgen. Die Standard-Tanzformation des TSC Blau-Gold Nienburg hatte nach dem dritten Rang zum Auftakt in die zweite Bundesliga am Wochenende im hessischen Friedberg den zweiten Platz anvisiert. Am Ende reichte es für die Schützlinge von Trainer Peter Krüger für Platz 4. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Dienstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe die Hake weiterverbreitet werden.